Hallo, liebe Leute und Freunde von Eurovision Austria. Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag, die Spannung steigt. Wir haben jetzt bereits die erste Generalprobe für Semifinale 2 gesehen und würden euch gerne unsere Eurovision Austria Team-Einschätzung mitteilen. Daniel, du warst auch in der Probe. Sag uns doch bitte, welche Kandidaten, also welche Teilnehmer sind sicher am Samstag dabei? Also ganz sicher dabei ist für mich Norwegen, Alexander Rybak, That's How You Write a Song. Guter Opener, er zieht einen in die Show, hat gute Grafiken, die mit seiner Performance spielen und ja, passt einfach. Was gehört noch dazu neben einem Ex-Gewinner? Neben dem Ex-Gewinner ist Moldau für mich auch im Finale, Doredos, eine Komposition, die von Philipp Kirkorov geschrieben wurde, mit einem Lustspiel auf der Bühne, was da stattfindet und ganz lustig anzuschauen auf jeden Fall. Löwinger Bühne, sagst du, Manfred, dazu. Und ja, also einfach gute Stimmen auch, das muss man auch sagen. Und dann haben wir noch Australien. Jessica Mauber ist ja eine, die schon mal beim Song Contest war als Interval Act und ist jetzt für Australien an der Reihe. Und mir gefällt sehr gut, dass sie im Fokus steht, dass die Bühnenperformance auch auf sie maßgeschneidert ist. Und ja, es ist eine schöne Pop-Hymne. Gehört auf jeden Fall ins Finale. Ich möchte zu Jessica aus Australien noch dazufügen, dass sie eigentlich das Liebling der akkreditierten Journalisten ist. Durch ihre ganz liebe, freundliche, zugängliche Art hat sie sich wirklich in die Herzen unser aller gespielt. Und sie ist einfach nur zum Knuddeln süß. Mhm. Wer noch? Dann ist es Georgien. Wird von vielen Fans unterbewertet und also leider muss man das sagen, aber Iriayo sind für mich ein wunderschöner Act im Rahmen dieses Song Contests, weil sie es können perfekt singen. Es ist eine wunderschöne Musik und es ist sehr reduziert inszeniert, was auch ganz gut passt, finde ich. Und es gibt viele Juroren, die für sie anrufen werden. Aber es gibt auch viele aus den osteuropäischen Ländern, die mit der Musik mehr was anfangen können. Und von daher sehen wir die auch dann im Finale, denke ich mal. Gut, und was sagen wir zu Ungarn, unsere Nachbarn, die Krawallmacher? Ja, die Krawallmacher kommen sehr, sehr gut an. Ich kann mit der Musik nichts anfangen, oder ich meine, das würde ich sagen für uns alle, das ist nicht die Musik, die man tagtäglich hört. Aber es ist eine Performance mit Power, mit Energie. Es ist auch eine glaubwürdige Geschichte, die erzählt wird. Es geht um den Tod des Vaters von dem Leadsänger und da wird sehr viel Pyrotechnik eingesetzt und alles, was sozusagen das Handwerk oder was alles, was auch dort man vor Ort an Technik zur Verfügung hat, wird eingesetzt und es passt. Das ist das Wichtigste. Man wird als Zuschauer gefesselt, man bleibt dran und will auch schauen, wie es ausgeht. Gut, das waren also unsere Fixkandidaten. Daneben gibt es auch noch einige Kandidaten oder Teilnehmer, die wir nicht ganz genau einschätzen können, ob sie jetzt rausfliegen oder weiterkommen. Dazu gehören unter anderem auch Malta. Christa Bell bietet eine tolle Show. Sie spricht einige Tabus an, auch auf Minderheiten. Die Message ist natürlich sehr interessant. Die Aufinszenierung mit Bilder in einer Art Kasten, sehr interessant. Es wurde sehr viel Gefühl hineingelegt und Technik und Geld natürlich. Aber der Song an sich kommt irgendwie nicht rüber. Neben ihr sind auch mit Serbien und Montenegro zwei an sich wunderschöne Lieder, aber sie werden es vielleicht schwer haben, die große Masse an Zuschauern anzusprechen, die dann wirklich voten für einen Finaleinzug. Auch Russland ist bei uns nicht unbedingt auf der Gewinnerseite. Warum, Daniel? Ja, also Julia Samoljova wird auf der Bühne inszeniert als Sängerin, als wäre sie eine ganz normale Sängerin wie jede andere. Das ist sie nicht. Sie ist eine starke Persönlichkeit, die natürlich mit ihrem Körper kämpft und sie wird einfach nicht so dargestellt, wie man sie eigentlich darstellen könnte, weil sie ihre, also diese Rollstuhlgeschichte, die wird halt kaschiert. Erstens dadurch, dass sie Tänzer hat auf der Bühne, die viel sehr hektisch bewegen. Dadurch wird der Schwerpunkt wird auf diese Tänzer verlagert und sie ist einfach nur so ganz im Hintergrund. Das ist, finde ich, nicht sehr gelungen und es zeigt so ein bisschen, dass sie
auch stimmliche Schwächen hat mit den hohen Tönen. Dafür hat sie jetzt Backing-Sänger, die auch immer wieder auch eingeblendet werden im Bild. Und sie ist da völlig draußen. Also sie ist da irgendwie so wie das Gebirge im Hintergrund, was einfach eine schöne Deko ist und sonst nichts. Das finde ich sehr unfair gegenüber ihr, gegenüber Julia, was sehr schade ist, weil sie sollte eigentlich das da sein in der Inszenierung. Und ich befürchte, dass wir Russland nicht im Finale sehen werden. Apropos nicht im Finale. Natürlich gibt es auch wieder Teilnehmer, wo wir fast sicher sind, dass sie ausscheiden werden. Dazu gehören unter anderem San Marino und Rumänien. Ja. Warum eigentlich? Ja, Rumänien. Ich meine, wer den Song kennt aus dem Vorentscheid, der hat gedacht, so ist eine starke Rocknummer, vielleicht so in etwa so wie Christina Stürmer von der Art her. Aber hier, was sie machen, ist einfach Humbug. Also die haben die haben alle Masken auf dem Hinterkopf und hinten stehen auch so Figuren, die Masken tragen, die so den Eindruck erwecken, als wären da mehr Personen auf der Bühne, als man denkt. Albern. Sehr albern und lenkt völlig vom Song ab. Und was wollen wir San Marino nicht wirklich? Ja, es wirkt einfach, es wirkt irgendwie billig. Ja, also es ist halt, es passt hinten und vorne nicht irgendwie. Die Idee mit den Robotern ist ganz lustig, das kann man schon sagen. Aber ist es irgendwie, wir sind beim Song Contest, hallo? Also das heißt, wenn wir beim Song Contest sind, dann müssen wir auch was machen, was die Leute packt, was sie fesselt, was sie, wo ich sage, das will ich mir anschauen. Und das ist keine Gaga-Veranstaltung. Unter anderem steht auf einem Roboter oft der Spruch Size doesn't matter. Wir wissen bis heute nicht, was damit gemeint ist, weil der Roboter so klein ist. Keine Ahnung. Zum Abschluss wollen wir euch noch die Einschätzung eines ehemaligen Teilnehmers, den wir am Donnerstag wiedersehen werden. Diesmal als Solosänger. Common Linnets hieß eine Gruppe und hätte uns fast 2014 den Sieg gekostet, sie waren Zweiter. Vylon aus Holland, kommt der weiter? Ja, der kommt weiter, das würde ich schon sagen. Auch wenn mir die Inszenierung nicht gefällt, also was sie machen ist, er steht auf der Bühne, auf so einer Treppe und neben ihn herum stehen Bands, Mitglieder, als auch zwei Tänzer, die einen Outlaw-Dance aus Amerika machen. Ich habe mich mittlerweile an diese Performance gewöhnt, obwohl sie mir nicht gefällt, aber er hat eine perfekte Stimme. Wenn man einfach die Augen zumacht, dann ist er immer noch on tune die ganze Zeit. Also eigentlich wie Cesar Sampson ein wenig. Also stimmlich von Anfang bis Ende perfekt. Und das wird die Jury wertschätzen, aber auch der Zuschauer wird sicherlich dafür anrufen. Gut, das war jetzt unsere Einschätzung für Semifinale 2. Es gilt als das Schwächere, aber wünschen euch trotzdem viel Spaß und viel Vergnügen. Und eines nicht vergessen, Musik ist Geschmackssache. Vielleicht gefällt euch genau das, was uns nicht gefällt, aber das heißt noch gar nichts. Wenn Eurovision ist immer für Überraschungen gut. Bis zum nächsten Mal. Daniel und Manfred. Ciao.